Gut. In welche Richtung gehe ich denn jetzt? Es ist so viel Auswahl. Ich glaube, ich gehe mal wieder zurück zu Jesper. Jesper. In der 10 von Alfried. Und dazu könnte man dann noch so ein bisschen dies und das machen. Das hier führt mich wahrscheinlich zum Fluss. Da ist ein Camp in der Nähe. Laut dem Symbol. Ist aber oben auf dem Berg, da komme ich jetzt so nicht hin. Oder? Ne, warte mal, hier war ich doch schon. Ah, okay, ich gehe denselben Weg wieder zurück, gerade den ich dahin gegangen bin. Sehr gut, ne, dann weiß ich schon wohin. Der war das da links, der Stollen wahrscheinlich. Ich gehe mal den Strand entlang. Da ist jemand. Den habe ich auf dem Hinweg gar nicht gesehen. Das wird auch ein Banditen sein. Das sind meistens immer Banditen. Ich niemand. Ja, es sind Banditen. Wow, das ist was anderes. Meine Fresse. Hey. Oh Mann. Ich habe mit euch keinen Streit. Die haben aber mit mir. Wo ist denn da hin? Das war schon alles. Oh, voll brutal. Ein Eisenharnisch. Ich glaube, das ist besser. Ja, 8 Punkte Rüstung mehr. Cool, dafür ein paar Sachen noch dazu. Über noch einen Bauplan, den nehme ich mal einfach mit. Die wiegen, denke ich mal, hoffentlich nichts. Lehrlingsbuch schwere Rüstung. Silberkerzenstände. Oh, Wasseratmungstrank. Der wird, glaube ich, wichtig jetzt gleich. Ist irgendwas Glitzerndes. Oh, eine Eispranke. Mehr Tragekapazität. Die werde ich jetzt essen. Ich kann auch gleich mal hier so ein Brot noch dazu hauen. Damit ich halt die Leben regeneriere, die ich habe. Abgebrannte Fische heute entdeckt.
immerhin ein Lachs. Boah, voll die Leichen hier. Okay, was ist das? Ich habe Ladia gesagt, dass die Banditen gefährlich werden können, aber sie will diesen Ort nicht verlassen. Diese Schweine beobachten jede Nacht unser Haus. Ja, offenbar haben sie es nicht geschafft. Handmeißel. Magisches Symbol. Stimmt, das war ja eines der Achievements. Je mehr von denen, desto besser. So, und hier vorne soll es unter Wasser liegen. Jeros Tagebuch. Jetzt kommen wir direkt zurück zu Jesper. Nachdem wir die Skelette gekillt haben, die Stirn vielleicht. Voll drüber geschossen. Schon wieder. Hä? Ist das kein Skelett oder was? Das sind sehr wohl Skelette. Den einen habe ich sogar... Guckt euch das an. Ich habe den echt getroffen. Voll durch den Hals. Was habt ihr denn in der Truhe? Hey, Gold, danke. Ja, ich hab's gesehen. Das ist eine Monsterkrabbe. Da passe ich lieber auf. Oh, ich habe nicht so viele Dietriche. Ha, cool. Ja, nicht, dass sie auflebt und mich dann verknuspert. Hey, vielleicht ist Jeros ja hier. Jeros, ne, nicht Jeros. Jesper meine ich. Ein altes Schienensystem ist das hier. Die nutzen wir mal ein bisschen als Stufe. Und Jeros Tagebuch. Ich glaube, das sollten wir lesen. Und wie viel ist das? Oh, das ist zu viel. Naja, ich lese das mal vor. Erster Brief. Mein Name ist Jero Sonnenwind und dies ist mein erstes Lebensbrief. Gestern Nacht sprachen Sira und ich bis spät in die Nacht über unsere Pläne. An einem Zeitpunkt warf Sira ein, dass viele Visionäre eines Tages zum Zyniker werden, da sie ihre Ziele aus den Augen verlieren. Diese Lebensbriefe sollen meinen Weg dokumentieren. In Momenten der Schwäche will ich sie lesen und mich an das, was mir wichtig ist, erinnern. Dies ist also der erste. Erst gestern kam der Ordenshüter aus Ark ins Dorf, um mich zu einem Novizen zu machen. Und als wäre das nicht genug, stellte er fest, dass ich Magie in mir trage. Ist das möglich? Ich? Ein Arkanist? Es fällt mir schwer, meine Gefühle in Worte zu fassen. Mir ist, als ob all die harte Arbeit nun endlich Früchte trägt. Das bringt mich interessanterweise auf einen seltsamen, ja irgendwie morbiden Gedanken. Vielleicht ist es auf eine traurige Art und Weise vielleicht sogar gut, dass Mutter starb. Warum? Weil es mir die Augen geöffnet hat. Jetzt empfinde ich
nichts als Unverständnis und ja auch Zorn für die Einfallspinsel des Dorfes. Kinder und Erwachsene zugleich. Tag ein, Tag aus ist es dasselbe. Sie stehen auf, arbeiten und lassen sich abends von dem Baden berieseln. Sehen Sie denn nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Soll ich alles, was Sie der Welt hinterlassen, wirklich nur eine flüchtige Aufschrift auf den Reisestein sein? Sire ist anders. Sie versteht mich. Wir teilen unseren Traum. Und wenn Meister Ygritte Sie als Lehrling akzeptiert, können wir uns auch für meine Zeit im Noviziat so nahe sein wie jetzt. Zweiter Brief. 15 Jahre sind vergangen und viele meiner Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Sie und ich leben nun zusammen, aber anstatt in den Tempelquartieren leben wir unter den Handwerkern. 5 Jahre ist es nun her, dass ich die heilige Prüfung abgelegt habe. Aber anders als ich es früher noch plante, habe ich mich gegen den militärischen Pfad entschieden, sondern werde Magister in der Schola sein. Warum? Weil ich denke, dass ich mehr erreichen kann, wenn ich den Nachwuchs des Landes meine Vision weitergebe, als wenn ich an Kriegen teilnehme, die zwar manchmal notwendig sind, aber im Grunde genau das darstellen, was ich bekämpfen will. Darüber hinaus hat die Truchessa kürzlich dem Gesetzerlass der Armentafel zugestimmt, den Sire und ich gemeinsam erarbeitet haben. Zweimal jährlich verpflichtet er jeden wohlhabenden Entrealer, eine Handvoll Groschen in eine Truhe zu zahlen, aus der dann die Ärmsten der Unterstadt eine warme Mahlzeit gekauft werden soll. Die Reaktionen waren gemischt. Einige stimmten der Idee fast schon mit Begeisterung zu, manche andere zeigten sich empört. Häufig hörte ich Sätze wie: Die sind doch selbst an ihrem Unglück schuld. Oder: Wenn sie nur mal arbeiten würden, dann würden sie auch nicht hungern. Und sie machen mich wütend. Was für eine verdammte Ignoranz sieht das doch ist. Natürlich ist es leicht, den Himmel von der Spitze des Elfenbeinturms auszusehen. Aber das werden sie nie begreifen. Aber so wütend dieser Brief auch klingt, eigentlich bin ich zufrieden. Ich verspüre ein Gefühl von Sinn, von einer Richtung, in die ich mich bewege, und einen nicht zu geringen Teil meines Glücks verdanke ich der Frau, die nach all den Jahren immer noch zu mir steht. Irgendwie interessant. Ich weiß, dass du diese Zeilen vermutlich nie lesen wirst, aber ebenso wenig wie ich die deiner Briefe, aber trotzdem habe ich das Gefühl, durch die Tinte mit dir sprechen zu können. In diesem Sinne, ich liebe dich, Sira. Dritter Brief. Sira ist tot. Getötet von einer Bande Halunken, als sie Essen für die Armentafel in der Unterstadt brachte. Wie schnell diese Worte geschrieben sind. Aber wie kann ich diesen Schmerz, diese Leere nur annähernd ausdrücken? Es klingt so absurd. Ich spreche mit einem Pergament, weil mir niemand anderes zuhören will und ansatzweise verstehen kann, was das für mich bedeutet. Sira sagte mir immer, die Briefe würden mir Kraft schenken, aber das tun sie nicht. Die Zeilen erscheinen mir fremd, alles fühlt sich falsch an. Ich fühle mich falsch, wenn ich morgens aufstehe. Ich fühle mich falsch, wenn ich in den Mittagsstunden die Sonne zurückzieht und in den bewölkten Himmel schauen muss. Und ich fühle mich falsch, wenn ich abends alleine in diesem großen Bett liege. Malphas verurteilt den Freitod als Sünde, da jeder von uns im Leben eine Aufgabe zu erfüllen hat. Aber ist das hier meine Aufgabe? Mir bleiben nur noch höchstens 30 Winter, wenn keine Krankheit mich holt. Und hinter mir sehe ich nichts als gescheiterte Träume. Unsere verfluchte Armentafel hat zu regelrechten Kriegen an der Banketten der Unterstadt geführt, und die Reichen versuchen, die Abgaben zu prellen, wo es nur geht. Und vor mir sehe ich nichts als Nebel? Das trifft's am besten. Sag mir also, Malphas, ist das mein Pfad? Ist das meine Aufgabe?
ein gescheiterter Mensch zu sein, dessen Schicksal es ist, alleine zu sterben? Meine Gedanken sind ein einziges Chaos und ich bin müde. Ich will nicht mehr weiterschreiben. Interessant, das war so der, ja, der Knackpunkt, kann man fast so sagen. Ja, und mit diesen Worten mache ich hier nochmal ein letztes Bild, weil ich nicht weiß, wie viele Bilder ich habe. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal im Regen. Bye bye. Toten nicht vergessen! Hörst du? Die Toten vergessen nicht! Und jetzt genug des Geredes! Ich will endlich essen! Bringe das Fleisch, du verzogenes Balk! Bring es mir! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch!